kommen zum kleinen Spiel oder ein Spiel, das man mal wieder einbauen, aufbauen. Die Infected. Die Infizierten. Schauen wir mal, wo wir rausgekommen sind hier. Das scheint eine Mine zu sein, Höhle zu sein. Auch das ist ganz neu für uns. Wir haben das noch nie gespielt. Mit diesen Höhlen und diesem ganzen Erzextrahierungsgelände. Und schauen wir uns mal gerade, wie wir hier vorgehen, wo wir hier uns ein wenig ausbreiten. In einer Ecke, wo wir Wasser haben und wo es schön ist. Gemütlich sind wir jetzt hier rüber an diesen kleinen Fluss gehen. Wie sieht es dort drüben aus? Wie sieht es dort drüben aus? Schauen wir mal gleich, ob wir was finden. Was sie mitnehmen können. Jawohl, sagt nichts. Irgendein Schaf läuft uns nach. So, noch weit. Wir hoffen ab und zu, dass wir so eine Melone oder sowas finden. Haben wir schon was zu futtern? Ah ja. Der Mann ist kein D-Zug. Oder heute E-Zug. Schauen wir unsere Werte an. Wie sehen die Werte aus? Aber gut, Durst logischerweise. Energien, Steine ansammeln und solche Dinge. Das machen wir mehr vor Ort. So, wo sind wir vor Ort? Das müsste hinter dem Berg sein. Und wir haben schon die erste Patrone. Die rechten Maustaste. Und hier sind wir. Und wo sind wir? Hier sind wir. Schauen wir uns mal hier rüber, was jetzt im Raum steht. Okay, halt. Unten ist der See. Oh, ein Geschöpf hier, ne? Flach. Schauen wir mal an die Karte. Jetzt müssten wir vor Ort sein. Ich denke, hier können wir sich wenig ausbreiten. Können wir schon, wobei hier natürlich so gerade ist. Der einen Seite, auf der anderen Seite kommen wir hier verlegen. Dann hier so einen kleinen Weg dann später abtrennt. Wasser. So gut. Vielleicht ein wenig überschätzt die Lage. Nein, wir konnten nicht springen. Und die erste Verletzung. Jetzt schwimme. Geht das Blut weg. Das. Für ein Computerspiel wirklich relativ fotorealistisch. Vielleicht an Höhlen, wenn man solche Löcher sieht. Sind aber keine Höhlen. So. Woher? Argel. Die Landkarte aufrufen. Eine Mini größere Mini. Schön formuliert, ein größerer Minisee. Oh. Ich hätte doch an dem einen Ort bleiben sollen. Böse Buben oder Mädchen.
Keine. Das scheint auch nicht schlecht zu sein da vorne. Der Fischer. Wie die Mann Fischer. So. Ja, hier ist es recht. Eine Schale. Ganz halber. Essen wir hier. Warte. War ein Fehler wegzugehen. Aber weiß, wie die schöne Landschaft, die ich gesehen hätte. Wieder keine Zombies da. Bitte keinen Spruch, dass ich da bin. Komm, immer wieder zurück. Philosophen würden sagen, eine Wassermelone. Nein, das würden wir nicht sagen. Weg ist hier. Im Wassermelonen haben wir, glaube ich, Samen bekommen. Jawohl. Wenn wir uns die nachher züchten, dann brauchen wir, glaube ich, Bretter und Nägel. Maschine herstellen. Schauen wir mal. Gut. Da wollte ich doch gar nicht hin. Irgendwo eine Orientierung. Der kleine See, der da den hier. Dort waren wir gewesen. Laufen wir eigentlich in die richtige Richtung. Den hätten wir uns wirklich können. Süßwasser, die nicht in freier Süß. I see you. Gut, hier waren wir schon und dann entscheiden wir uns mal ganz spontan und natürlich vollkommen systematisch für diese. Das war von vornherein uns an. Ja, eigentlich auch gar nicht schlecht. So, was waren die Aufgaben? Wir sollten erstmal einen Stein sammeln, einen Stock, Dinger herstellen. Dann fangen wir mal an zu sammeln. Hier sind Steine, den haben wir gesammelt. Den haben wir auch gesammelt. Und jetzt sammeln wir mal einen Stock. Lieber Stock. Würdest du dann sein und dich irgendwo zeigen? Okay, die sind die Ecke ist doch gut. So ein Stock. Eine. Auch vom Stock. Also nicht so brutal. Oh, you. Das sieht nach Stock aus. Einen Stock. Das können wir, glaube ich, jetzt mit dieser. Hier kommen wir mit einem Stock. Und einem Stein. Einer. Die befindet sich jetzt hier im Werkzeugbaum. Hier. Teller. Dementsprechend haben wir hier die F1. Und noch.
So, gehen wir mal gerade rüber. Wo fällt mir unser Häuschen hin? Ja, eigentlich hier am Wasser. Bauen wir mal das hier ab. Und nochmal. Jetzt haben wir die erste Holz. Genau. Holzdinger. Ja, setzen wir die mal hier ab und holen wir uns noch ein paar Holz. Was sind? Und hier nochmal. So, jetzt haben wir viel Holz liegen. Dahin. Und bauen Dinge über das. Machen müssen. Ah, hier haben wir so eine Holzbücherei. So, dann schauen wir uns mal gleich an, wie wir die ganzen Dinger setzen. Das dürfte dann das erste sein. Wie der E-Taste baut. Das hier. So. Wieder raus. Abbrechen. So, was muss da rein? Holzscheiten und Bretter. Bretter heißt, ich muss irgendeine Maschine bauen. Diese Maschine baue ich auch über diese Plattform. Bretter stelle ich her mit einem Sägetisch, logischerweise. Der braucht hier Holzscheite. Stellen wir mal temporär her in den Schatten. So, da bauen wir gerade noch ein. Warte mal. So, jetzt. Holzschein. Oh, der erste Segel ist fertig. War schon. Drei kommen. Und fangen an, Fetter zu brettern. Und den auch weg. Und hau, hau, hau. Gib ihm Saures. Ja, das wird wieder so eine Farming-Sache. Fügen wir das hinzu. Eigentlich können wir den Schatten lassen. Und noch einen Wagen bauen. Das ist so, dass man hier die liegen gelassen. So, zwei Holzscheide sind. Da haben wir schon ein paar. Und bauen wir. Saures. Und gib ihm Saures. Und. Passen, weil die Holzscheine bleiben mit ewig liegen. Ach, was unlogisch ist. So. So. Fett. Fett. Holzscheine. Und. Rinde mit. So, der hat jetzt schon mal genug weiter. Können wir jetzt ein paar Bretter geben. Nehme ich die raus. Bretter nehmen, rechte Maustaste. Gut. Nehmen wir Bretter. Oh, Maßung ist eigentlich sehr schön, ne? So, dann. Ziel muss, sollte es sein, dass wir uns erstmal so eine kleine Hütte bauen, hier mal ein bisschen was verstauen. Und dazu braucht man OLZ.
Augenscheinlich hier keinen. Nein. Baumarkt gibt es nicht. Intensives Spiel. Viele sollen Spaß machen. Was ist mit denen noch? Sieht, dass die Steinachse auch ein wenig kaputt geht. Rechts unten in einem kleinen Kreis von der Anzeige jetzt drin. Und da scheint mehr Holz zu geben. Die Bretter machen. Ja. Wieder ein. Werde machen von her. Ja, und ist auch hoch. So. Was dann? Wenn man ein Update gemacht zu haben, weil vor einiger Zeit konnte man diese Teile noch nicht füllen. Gut. Dann legen wir hier mal die Bretter rein. Gleichmäßig abholen. Die werden ja auch gleichmäßig gefüllt und nicht in Bezug auf Fisch. Genau das, was ich machen wollte. Hier ist ein Fehler. Na gut, dann reichen wir es später wieder ab, weil das halt geht um die Löschen. Was gewinnt? Geht? Immer mehr? Nicht richtig rum, aber man bekommt alles zurück und das ist natürlich ärgerlich. Wenn schon, dann schon machen wir es richtig. Und bauen. Lade. Und dann. Gut, verschenkte Bretter. Ah, der ist auch alkoholisiert. So, hier fehlen noch zwei Holzscheite. Und hauen wir. Und noch. Und rum. Ah. Und in Kanada.
Der Holzschein. Sind schon. So, jetzt fangen wir mal an. Und daran zu denken, ja. Wieder was zu essen brauchen, das heißt. Hinschmeißen, das ist nicht. Wollte mein ganzen Leben schon mal Holz ernten. So. Jetzt können wir uns so ein Gerät aufbauen, das das Ding stapelt. So, Lage. Auf einer Lage war das. So, Waffengestell, Hörholzstell, Bettständer. Und mal 6 Stückchen. Und den kann man genau nehmen. Stände, Bettstände, aber keine Bretter. Aber wir haben Stände. So. Überladen geht nicht. Das heißt, ich muss was rausschmeißen. 52, schauen wir mal, dann stehen raus. Noch was raus. Jetzt sind wir in Stände. Geht's wieder? Ein Platz im Rucksack, was heißt das? Ah. Bretter. Das ist so dramatisch, denn später werden wir eine Kiste bauen für Pflanzen. Vielleicht einen Teil. War relativ. Als Tür mit hier ohne Wand ist nicht so ideal, ne? Wir brauchen einen Gang. Was muss ich da reinpacken? Ich finde mich schon. Wird das der Eingang der Breite? Weiter noch. Rechts schnell rein. Und noch. Und es regnet. Schon der Schäppelwein. Und dass man hier Bretter gebraucht hat, sowieso. Um jetzt gerade mal ein bisschen auf die Breite gehen. Hier nochmal so einen Holzzaun anbauen, in der richtigen Holzzaun. Fest. So. Drehst du dich, du Bäume? Jetzt schon wieder eine große was ist, aber so groß von da machen wir einfach diese drei Ebene. Man hier so hat. Ja. Ach, das sollte ausreichen. Sicher ist eins, wir brauchen unbedingt wieder was. Das muss ich wieder herstellen, ich schau mal grad noch mal drüber. Platzierbares hier. Wir brauchen Eisenbarren und Konstruktionsteile. Hier gehen neue Sachen dazu, muss man mal sagen. Sonstiges, das wäre ja unsere Steinschmiede. Die können wir jetzt auch mal schnell auf. Wo baut man eine Steinschmiede?
Was zeigt er mir gerade an? Kennt mich. Die Gesundheit scheint ein bisschen problematisch. Im Durst. Trinken wir was. Und essen wir noch was. So. Gut, jetzt war jetzt mal der Einstieg. Ich hoffe, dass es so ein bisschen schön war. Kann sehr gut spät zu sein. Gehen wir mal aus, dass wir das noch ein paar Folgen spielen werden. Dann gebe ich mal Dankeschön fürs Zuhauen. Zuhauen, zuhören und zu sehen.